Mein Name ist Sonja Kogmann, bin die Geschäftsführerin der BEMA GmbH Maschinenfabrik. Unsere Firma stellt Anbaukehrmaschinen und Schneeräumschilder her. Zum 75-jährigen Jubiläum planen wir ganz viele Aktionen. Wir möchten unseren Kunden, die uns jahrelang Inspiration und Anregung gegeben haben, was zurückgeben. Und das möchten wir im sozialen und zukunftsträchtigen Bereich machen. Wir sind hier heute Gäste des inklusiven Stadtfestes des Christophoruswerks hier in Lingen, das anlässlich des 50-jährigen Bestehens hier organisiert wurde. Und wie ich finde und wie man auch im Hintergrund sehen kann, ist das eine total klasse gelungene Veranstaltung, bei der man auch direkt gute Laune bekommt. Unterschiedliche Sachen, die man heute hier erleben kann. Zum einen haben wir hier auf dem Pilbertum-Gelände ganz viele Sachen, gerade für kleine Kinder. Es gibt einen wilden Esel, auf dem man schaukeln kann. Hier kann man Entchen angeln. Hier kann man, wenn die Eltern sich hinsetzen wollen, Kaffee und Kuchen und Tee und Kaffee trinken. Und sie können sich Theaterstücke heute angucken in der Innenstadt. Sie können sich heute Trommelgruppen anhören. Sie können am Universitätsplatz ganz viele verschiedene Aktionen im kreativen Bereich mitmachen. Der zweite Teil ist ein inklusives Rockkonzert, das heute Abend stattfinden wird, ab 19 Uhr hier auf dem Markt. Da spielen 4 Bands. Bei 3 davon spielen entweder nur Menschen mit Behinderung oder inklusiv Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Ja, und das ist nochmal der krönende Abschluss für diesen Tag. Wir wünschen uns durch diese Veranstaltung, dass Inklusion mehr ins Leben aller Mitbürger hineinkommt. Inklusion ist nicht nur ein Thema für die Menschen, die es betrifft, sondern Inklusion ist ein komplett gesamtgesellschaftliches Thema. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen das Christophorusfest, was wir normalerweise alle 3 Jahre bei uns auf dem Christophoruswerk-Gelände machen, nicht wieder intern nur für uns, sondern wir gehen in die Gesellschaft, in die Stadt Lingen. Wir feiern mit allen zusammen und lassen dadurch auch alle Mitbürger an unserem Thema Inklusion teilhaben. Und wie man sieht, es mischt sich ganz hervorragend. Lauter Menschen mit Behinderung feiern mit Menschen ohne Behinderung. Und das ist das, was wir wollten. Das Besondere an diesem Fest ist, dass Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung hier gemeinsam aktiv sind. Das ist genau das, was wir in diesem Jahr auch unterstützen möchten. Denn auch wir haben dieses Jahr ein Jubiläum. Wir feiern das 75-jährige Bestehen unserer Firma, der BEMA GmbH Maschinenfabrik. Und da ist es natürlich perfekt und genau passend, dass wir heute hier auch auf dem inklusiven Stadtfest sein dürfen. Und da haben wir uns erkenntlich gezeigt und haben eine kleine finanzielle Unterstützung dem Christophoruswerk zur Verfügung gestellt. Und davon wird für den Sinnesgarten des Werkes werden Gartengeräte angeschafft. Wir haben eine Kehrmaschine auch mitgebracht. Die steht schon in den Startlöchern. Und gleich ab 16 Uhr, wenn das Stadtfest dem Ende entgegengeht, wenn es vorbei ist, werden hier die Straßen wieder sauber gemacht, die Wege gekehrt. Also für uns ist so eine Zusammenarbeit mit einem Partner wie BEMA natürlich wahnsinnig wichtig. Sie sehen selber, was hier los ist, was hier auch an Arbeit nach dem Fest da ist. Und da ist es natürlich gut, genau so einen Partner an der Seite zu haben. Und wir sind sehr dankbar, dass BEMA da gemeinsam mit unseren anderen Partnern uns unterstützt und nachher hier den Pulverturm wieder so herstellt, nachdem wir unser Fest gefeiert haben, dass man da eben auch wieder hingehen kann. Das ist ideal. Wir möchten
herzlich Danke sagen dem Christophorus-Werk, dass wir hier sein dürfen und wünschen dem Werk für die weitere Arbeit alles Gute, viel Erfolg und ganz viel Freude bei der Arbeit. Wir wollen Sauberkeit zurückgeben. Freuen Sie sich auf die nächsten Aktionen von BEMA.